Freunde, wisst ihr, worauf ich mich schon freue? Ihr wisst es doch nicht, aber ihr werdet es gleich erfahren. Heute werde ich Simlucky richtig, richtig cool pranken. Mit einem Pro-Builder in einer Bau-Challenge. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich das anstelle. Oh ja, Freunde, gleich werdet ihr es sehen. Und zack, klopf, klopf, klopf. Simlucky, bist du da? Wo kann ich heute die Diamanten verstecken, die ich von Ugri geklaut habe? Leute, habt ihr das gehört? Was hat Simlucky gerade gesagt? Ey, Simlucky, dein Ernst? Ja, unter dem Sofa. Warte mal, wolltest du gerade eiskalt meine Diamanten unter dem Sofa verstecken? Das ist ein Grund dafür, ein weiterer Grund, gegen dich jetzt eine Bau-Challenge zu veranstalten. Die Diamanten? Nein, Ugri, ich hab da nur ein bisschen sauber gemacht. Staub sind weggemacht. Simlucky, hör auf, mich anzulügen. Komm jetzt sofort, okay? Wir machen eine Bau-Challenge. Naja, ich bin dabei. Bau-Challenge? Wieso denn eine Bau-Challenge? Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Du weißt es nicht. Tja, gleich wirst du es erfahren, denn ich werde dich besiegen und darauf freue ich mich schon. Werden wir sehen. Simlucky ist Pro. So, Freunde, hier vorne haben wir einen Werfer und aus Zufall werden wir gleich einer dieser Themen hier drin auslosen und dann die nachbauen. Simlucky, bist du schon bereit? Bin zu 110% bereit. Du bist zu 110% bereit? Ich bin zu 200% bereit. Aber ich würde sagen, wir drücken jetzt auf diesen Knopf. Ich drücke den, Simlucky, na gut? Okay, mach mal. Okay, was will rauskommen? Okay, Freunde, kommt schon bitte ein gutes Thema. Falls ein gutes Thema rauskommen soll, dann lasst jetzt alle mal ein Like da und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. In 3, 2, 1 und kommt schon, Freunde, alle Like da lassen und ein Abo genau jetzt. Oh ja, ihr seid die Besten. Jetzt kommt bestimmt noch ein richtig geiles Thema raus und zack. Was ist rausgekommen, Freunde? Mal schauen und... Und es ist das Thema Eis. Warte mal, das Thema Eis, das passt ja perfekt zu dem Thema Sommer. Denn wir haben gerade Sommer und ich habe jetzt richtig Lust auf ein richtig leckeres Eis. Simlucky, bist du bereit? Ich liebe Erdbeereis. Ich bin bereit. Okay, Simlucky, dann geh du auf deine Seite, auf deine rote Seite und ich gehe auf die blaue Seite. Denn blau ist eine viel bessere Farbe. Let's go. Und ich würde sagen, Freunde, jetzt stelle ich euch den Kandidaten vor. Den Pro-Builder aller Pro-Builder. Ihr seid bestimmt gespannt, wer das sein wird. Oh ja, diese Person ist so gut im Bauen und die wird mir ein bisschen helfen. Simlucky wird nichts davon erfahren. Aber erst muss ich abchecken, ob Simlucky schon anfängt zu bauen. Und oh, perfekt, er fängt schon an zu bauen. Warte mal, baut der gerade ein Eis mit Erde? Oh, okay, ich stelle ihn auf meine Seite zurück. Und jetzt würde ich sagen, Pro-Builder erscheine. Warte mal, wo ist der überhaupt? Pro-Builder, komm schon und... Wow! Oh, hi, Ugri, wie geht's dir? Lili, mir geht's gut. Oh ja, Freund, das ist meine Schwester. Ich bin froh, dass du hier bist. Weißt du was? Du kannst mir jetzt richtig gut helfen, denn ich weiß ganz genau, du bist eine Pro-Builderin. Oh ja, das bin ich. Und ich werde dir sowas von helfen, Simlucky zu besiegen. Denn letztens hat er mir einfach eine rote Blume geschenkt, obwohl er ganz genau weiß, dass ich nur blaue Blumen mag. Warte mal, was? Simlucky hat dir eine Blume geschenkt? Seit wann das denn? Und Lili, unser erstes Thema ist Eis. Oh ja. Oh, ich liebe Eis, weißt du was? Am liebsten würde ich jetzt richtig viel Eis essen, aber das darf ich ja leider nicht. Na gut, egal, ich werde jetzt ein richtig schönes Eis bauen. Und vielleicht noch was dazu. Wow, Lili, du bist die Beste. Wirklich, so eine Schwester kann ich mir nur wünschen. Nein, Freunde, sie ist eigentlich voll schrecklich. Die tut nur gerade so. Die kann halt richtig gut bauen, deshalb habe ich sie geholt. Aber jetzt gefällt sie mir. Also, sie soll mir helfen. Solange du baust, Lili, hole ich mir einen Unsichtbarkeitstrank. Und mal schauen, was Simlucky macht. So, 3 Minuten Unsichtbarkeit und zack. Schaut euch das an, Freunde, man sieht mich gar nicht mehr. Okay, wo bist du überhaupt hin? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin hier vorne, Lili, und zack. Oh, warte mal, stimmt, du bist im Kreativmodus. Ahaha, egal, ich würde sagen, ich gehe zurück zu Simlucky. Hey, dein Ernst? Ich versuche dir zu helfen und du machst sowas? Egal, ich werde dir helfen, Simlucky zu besiegen. Let's go! Okay, Freunde, und jetzt mal schauen, was Simlucky auf seiner Seite macht. Das ist voll komisch, man sieht mich gar nicht. Okay, und jetzt schnell darüber. Ich bin unsichtbar, Freunde. Ganz genau. Keiner kann mich sehen. Alles ist gut. Und Simlucky wird mich nicht hören, nicht sehen. Alles ist fein. Warte mal. Was hat er denn hier vorne gemacht? Einen kleinen Garten? Wasser? Und hier vorne ist ein Eis? Warte mal. Warum besteht bitte Simluckys Eis aus Erde? Ich verstehe es nicht. Was hat er vor? Oh Mann, Ugri wird bestimmt nicht auf die Idee kommen, seine Waffel aus Dirt zu bauen. Denn Dirt ist so lecker. Dirt ist lecker? Meint ihr das ernst, Freunde? Niemals, oder? Warte mal, wie sieht dein Eis oben aus? Leute, das sieht nicht lecker aus. Auf keinen Fall, das würde ich auf keinen Fall essen. Okay, aber ich würde sagen... Mit Sahne, mit Sahne.
und unten gibt's die geheime Füllung. Melonen-Erdbeeren-Füllung. Leute, das sieht mir nicht nach Sahne aus und das sieht mir auch nicht nach leckerem Melonen-Erdbeereis aus, sage ich euch ganz ehrlich. Und wisst ihr, was wir mit so einem hässlichen Eis machen? Wir zünden es einfach an. So, jetzt kann es schön schmelzen und jetzt schnell hier weg. Okay, dem Lucky darf das nicht auffallen, dass ich das war. Oh, oh nein, meine Unsichtbarkeit ist weg, 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 weg. Ja, nur noch ein paar Bäume, zack, 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 damit das Ganze auch dekoriert wird und dann kann ich Okri schon easy schlagen. Was passiert dort vorne mit dem Luckys Eis? Der platziert Bäume, aber er merkt gar nicht, dass sein Eis geschmolzen ist. Schaut euch das mal an, das ist einfach flüssig geworden. Okri, ich bin ready. Ich bin doch nicht ready. Was ist passiert mit meinem Eis? Oh Mann, Freunde, schaut euch das mal an. Warte mal, ich will mir das nochmal von oben betrachten. Das ist einfach geschmolzen. Oh Mann. Und jetzt frage ich mich, wie weit meine Schwester ist und ob sie wirklich so ein Pro im Bilden ist. Hm, mal schauen. Und Lili, wie schaut's aus? Wow, schaut euch das an, Freunde. Ein Rieseneis. Und warte mal, was ist das hier vorne? Ein Eiswagen? Und eine Eisdiele. Wow, wie cool hast du das bitte sehr hinbekommen, Lili? Ich hab doch gesagt, ich bin die beste Bauerin. Hm, ich bin richtig gut in Build-Challenges. Oh ja. Aber Lee, du hast eine Sache vergessen. Obwohl, warte mal, Sim Lucky kommt gleich rüber. Deshalb, ich würde sagen, verschwinde schnell. Aber danke für deine Hilfe. Aber das ist bestimmt noch nicht das letzte Thema, oder nicht? Ich komme gleich wieder, okay? Ja, das kannst du gerne machen. Ich weiß doch, wie gerne du es magst zu bauen. Oh Mann. Oh ja, und ich mag es auch richtig gerne zu sehen, wie schlecht du im Bauen bist. Ich bin viel besser als du. Dein Ernst, Lee? Und schon ist sie weg. Oh Mann, Freunde. Aber warte mal, eine Sache haben wir vergessen. Das kann doch nicht sein, dass hier alles pink ist. Ich muss diese pinke Wolle schneller ersetzen mit der blauen Wolle. Hm, warte mal, ich habe eine Idee, wie wir das viel schneller machen können. So, wir markieren uns einmal diese Stelle und setzen hier eine Position und markieren uns einmal diese Stelle und setzen hier eine Position. Und jetzt geben wir den Command ein /replace pink wool mit hellblauer Wolle. Zack, perfekt, Freunde. Und schon haben wir unseren hellblauen Rieseneiskopf. Keine Ahnung, was es ist. Aber warte mal, Freunde, wir dürfen das dem Lucky nicht so einfach machen. Ich habe eine Idee. Wir machen ihm einen kleinen Eisparcours. Das passt perfekt zum Thema Eis. Okay, ich würde sagen, wir fangen hier vorne an. So, zack, zack, zack. Dann geht es hier nach oben. Okay, das ist der erste Sprung. Der ist relativ einfach. Doch dann, Freunde, geht es immer weiter. So, so, so. Und dann muss der bis ganz oben in die Spitze kommen. Und dann hat er meinen Eisparcours bestanden. So, zack, rüber da. Und ich würde sagen, es geht in meinem Eisparcours sogar einmal einfach durch um meinen Eisladen. So, so, so. Zack, zack, zack. Und dafür braucht Sim Lucky ein Boot, denn das wird er gleich einfach benutzen. So, zack. Und jetzt geht es hier einfach durch den Eisladen. Perfekt. Also das habe ich noch nie gesehen. Einfach eine Eisbahn, die durch eine Eisdiele verläuft. Wow. Und zack, zack, zack. Gleich sind wir fertig, Freunde. Hier steigt dann Sim Lucky wieder ab von seinem Boot und muss dann hier rüberspringen. Und zack. Und dann geht es hier bis ganz nach oben. Und hier muss Sim Lucky den nächsten Parcours bestehen. Dann geht es in diese Richtung ein wenig. In diese Richtung. Und schon ist er fast fertig. So. Let's go! Warte mal, noch einmal hier drauf und... Warte mal, von hier müsst ihr es schaffen und zack! Ja, das ist machbar und schon hat er mein Eisparcours bestanden. Ach, Freunde, mein Level ist so schön. Und meine Schwester hat mir so gut geholfen. Sie ist einfach die Beste im Bauen. Ich wusste es, sie ist eine Expertin da drin. Sim Lucky, bist du bereit? Bin bereit, okay. Oh ja, ich sehe Sim Lucky. Du bist echt schon bereit und dein Eis ist wunderschön. Na gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstmal dein Eis an und danach meins. Und dann bewerten wir gemeinsam, welches besser ist. Die Zuschauer können gleich bewerten. Also Freunde, schauen wir uns mal Sim Luckys Eis an. Aha, was soll das sein? Erde? Freunde, ich habe das doch so oder so schon gesehen. Das ist so, ich will Sim Lucky nicht beleidigen, aber seine Baukünste sind echt nicht die besten. Ich meine, schaut euch das an, wie das aussieht. Meine Schwester ist ja viel besser als er. Deine Schwester? Nix. Ich meinte, meine Schwester ist cool. Genau. Ist Sim Lucky hier? Also, ich würde dem Ganzen eine, 2 von 10 geben. Was? Okay, pass mal auf. Ich muss dich doch erstmal überzeugen vom Eis. Schau mal. Das Eis ist von außen zart, kalt, aber von innen weich. Guck mal, hier ist Melonen, Erdbeeren, Schokolade. Sim Lucky, ich verstehe gar nichts. Was laberst du da vorne? Das ist einfach nur Wolle und mehr auch nicht. Hey, Okri, du hast keinen Geschmack für Eis. Oh Mann, Freunde, ich gebe dem Ganzen eine 2 von 10. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, welches ihr besser findet. Ist Sim Luckys Eis besser? Dann einfach alle mal eine 2 in die Kommentare. Und wenn mein Eis besser ist, dann alle eine 1 in die Kommentare. Ihr wisst schon, wie das aussieht, aber Sim Lucky noch nicht. Nein, alle eine 2 in die Kommentare schreiben.
Nein, Freunde, ihr findet meins doch bestimmt besser dann ein 1 in die Kommentare. Naja, ich würde sagen, Smacky, schau dir das mal an. Hier vorne fangen wir mal an mit meinem Rieseneis. Das ist wunderschön. Das musst du auch gleich noch bestreiten. Du musst da ganz nach oben kommen. Okay, ich muss sagen, das Eis sieht ehrlich richtig schlecht aus. Und was ist deine Mission jetzt? Pass mal auf, ich werde es mal verbessern, damit ich dir mal ein paar mehr Punkte geben kann. Das ist ja lächerlich. Smacky, hör auf, an meinem Eis rumzufuchteln. Ist das dein Ernst? Schon zu spät, Uchi. Oh, pass auf, zack. Was, dein Ernst, Smacky? Du hast aus meinem leckeren Blaubeereneis einfach... Was ist das für ein Eis? Erdbeereis? Ist das dein Ernst? Ich mag eigentlich Erdbeereis auch, aber blau ist viel schöner. Oh nein, Uchi, da hast du dich getäuscht. Das ist viel schöner. Das wirst du sofort zurückgängig machen. Das wirst du sofort rückgängig machen, Smacky. Und was hast du eigentlich hier, Uchi? Wow, ein Eisdielladen. Ein Eiswagen und hier vorne ist eine Eisdiele. Zack, zack, zack. Hier kann man reingehen und schau dir das mal an. Hier kannst du einfach Eis kaufen. Schau, da ist Erdbeereis, Vanilleeis, Schokoladeneis und warte mal, hier vorne muss noch... Oh Mann, Freunde, Blaubeereis. Ganz genau, da vorne muss Blaubeereis hin. Da muss Bubblegum-Eis hin. Kennt ihr das? Das ist richtig lecker. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Und ich würde sagen, Smacky, jetzt musst du meinen Parcours bestreiten. So, und los geht's mit meinem Eisparcours. Nochmal. Und. Nicht sein Ernst, Freunde. Das schafft dich mit dem ersten Sprung. Komm schon, weiter, weiter, weiter geht's. Du wirst gleich schon sehen, dieser Parcours geht einfach durch richtig, richtig coole Orte. Wie zum Beispiel diese Eisdiele. Uchi, das ist hier echt rutschig. Ey, Mann, warum hast du es so gebaut? Oh, ich werde es trotzdem schaffen. Und. Ich muss mich einmal drehen. Du musst dich einmal drehen und dann ganz nach vorne. Mal schauen, ob du nicht abrutschen wirst. Wenn du abrutschst, dann hast du es nicht geschafft. Ein Problem, Uchi. Bekomme ich hier irgendwie... Uchi, bitte, bitte. Ich brauche Hilfe. Warte mal, du kommst hier gar nicht durch. Oh, no. Du bist super schnell. Easy. Smacky. Easy, ne? Hier siehst du, was easy ist. Oh Mann, Smacky, was ist los mit dir? Egal, ich würde sagen, ich gebe dir eine Chance. Komm, du kannst hier wieder hochkommen. Warte mal und zack, easy. Let's go. Oh Mann, nicht mal diese gerade Strecke hast du geschafft. Und jetzt, warte mal, Smacky, weißt du, wo es weitergeht? Hier nach oben natürlich. Das sieht jedes kleine Kind. Jedes kleine Kind, aber du hast auf jeden Fall schon öfter mal verloren. Leute, Smacky ist nicht zu helfen. Ja, jedes kleine Kind und du schaffst dich mal selber den Parcours. Okay, oh Mann. Na gut, ich würde sagen, echt Smacky, das war's. Das war deine letzte Chance. Du hast es nicht geschafft, hier hochzuklettern. Oh Mann, das ist echt nicht so schwer. Schaut euch das an, Freunde. Zack, 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 zack. Kreativ-Bonus-Power. Nein, das sind nicht. So, Freunde, wir losen das nächste Thema aus. Und ich hoffe, meine Schwester hat wieder Glück mit dem Thema. Und sie kann das richtig gut bauen. Was, Smacky? Nix, alles gut. Willst du da drauf drücken, hast auf den Knopf? Hast du wieder über deine Schwester gesagt? Okay. Nix. Ich hab darüber geredet. Ruhig raus, magst du mich? Ja, ganz genau. Die mag dich. Wow, okay. Nächstes Thema. Okay, komm schon, drück auf den Knopf. Let's go. Wow, ich hab was bekommen. Was steht denn da drauf? Wow, guck, wie cool das Thema ist. Ein cooles Thema. Ich frag, Pyramiden. So wie damals in Ägyptenzeit. Ja, ganz genau, Freunde. Wisst ihr, was die Ägyptenzeit ist? Die war schon richtig lange her. Oh ja, da, wo die ganzen gruseligen Mumien waren. Da die gruseligen Mumien und diese ganzen Pharaos regiert haben. Okay, und ich würde sagen, Freunde, let's begin. Schwester. Dein Herz, bist du da? Ganz ruhig. Wir dürfen nicht so laut sein. Aber ich glaube, Smacky ist wieder auf seiner Seite. Ich werde mich kurz unsichtbar machen und transparent. So, zack, 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 Freunde. Ich kann jetzt hier durchgehen und... Oh, Freunde, warte mal. Was ist das denn für eine Pyramide? Okay, alles klar. Schwesterherz, wo bist du? Hier bin ich, Uchi. Hier vorne, hier oben und zack. Wow. Ich habe schon mitbekommen, das neue Thema ist Pyramide, oder nicht? Oh ja, ganz genau, Lili. Das nächste Thema ist Pyramide. Hier, schaust dir an. Weißt du, wie man Pyramiden baut? Oh ja, natürlich weiß ich das. Ich bin die beste Bilderin auf der ganzen Welt.
Welt. Na gut, Lilly, wie du meinst, solange du eine bessere Pyramide als im Lucky Baus, ist ja alles gut, Freunde. Und ich würde sagen, viel Spaß beim Bauen, Lilly. Und jetzt schaue ich wieder rüber, was im Lucky baut. Warte mal, ich habe hier meinen Unsichtbarkeitstrank. Perfekt. Und jetzt kann ich ihn bestimmt richtig gut pranken. Er hat sich bestimmt was richtig Schlaues überlegt, damit er diesmal gewinnt. Denn eben hat er ja schon verloren. Leute? Soll das etwa eine Pyramide sein? Leute, das ist einfach nur ein Viereck. Ich glaube, Sim Lucky weiß nicht, was Pyramiden sind. Außer, dass sie aus Sand bestehen. Warte mal, wo ist der überhaupt? Hm, und was macht er hier für komische Fallen hin? Ist das sein Ernst? Oh, Freunde. Okri hat keine Chance. Diesmal werde ich zu 100% gewinnen. Oh Mann, Freunde, dort vorne ist er ja. Okay, warte mal, mein Unsichtbarkeitstrank ist weg. Oh, das ist gar nicht gut. Schnell wie einen neuen hinwerfen. Warte mal, war das ein bisschen laut, Freunde? Was habe ich hier gehört? War bestimmt nur Einbildung. Okay, Freunde, wie könnte ich zum Lucky pranken? Ich habe eine gute Idee. Ich habe hier noch Spinneneier. Wie wäre es, wenn ich hier vorne einfach ein paar Spinnen platziere? Zack! Und eine zweite Spinne platziert. Haha! Was ist denn das? Oh Mann, ich wusste es doch, dass Sim Lucky sich erschrecken will. Er hat nämlich Angst vor Spinnen. Oh. Geht weg hier raus aus meiner Pyramide. Wer hat euch hier reingelassen? Oh Mann, der arme Sim Lucky. Und was ist das hier vorne? Kostenlose Diamanten? Ein Moment mal, das kann doch nicht sein Ernst sein, oder? Hat der hier vorne eiskalt? Warte mal, der hat da eiskalt TNT unten versteckt, oder nicht? Weil Ukri so sehr Diamanten liebt, wird er niemals auf die Idee kommen, dass das TNT ist. Ich hätte sowas zum Pranken. Oh nein, jetzt weiß ich es zu 100%. Hier unten ist TNT. Okay, ich muss kurz warten, bis Sim Lucky wegschaut. Dann würde ich sagen, baue ich dieses TNT hier unten ab und zack. Ich ersetze das einfach mit einem roten Wollenblock. So, und in die Kiste tue ich natürlich keine Diamanten, sondern Pupsi. Pupsi, Pupsi und zack, let's go. Oh Mann, Freunde, schaut euch das an. Jetzt kann die Kiste gar nicht explodieren, wenn ich sie öffne. Denn dort unten ist kein TNT, sondern ein roter Wolleblock. Und ich würde sagen, oh nein, Freunde, ich bin nicht mehr unsichtbar. Oh. Diese Falle wird Ukri niemals entdecken. Das ist unmöglich. Außer er weiß, dass es die gibt. Und zum Glück war ich gerade über ihm. Oh Mann, Freunde, es war echt knapp. Er baut gerade weiter an seinen Fallen. Aber wisst ihr was? Hier vorne ist ja seine Lava-Falle. Und wisst ihr, was ich jetzt damit mache? Ja, Freunde, ich werde sie jetzt ersetzen durch Wasser. So, zack, zack, zack. Sim Lucky wird schon sehen, was er davon hat, dass er mir so viele Fallen macht. Okay, und jetzt wird er sich fragen, hä, warum habe ich eine Wasserfalle gemacht? Macht doch gar keinen Sinn. Oh nein, er darf das nicht sehen. Und hier muss dann Ukri über die Lava springen. Perfekt. Warte mal, was? Lava? Das ist keine Lava mehr, Sim Lucky. Warte mal, er kommt rüber zu mir. Oh nein, ich muss mich schnell auf die andere Seite begeben. Ich bin ready. Bist du auch ready? Warte mal, was hat meine Schwester hier schon gebaut? Ja, warte, einen Moment, Sim Lucky. Ich bin gleich schon bereit. Ich muss nur kurz mit meiner kurz was erledigen. Oh Mann, Freunde, das war knapp. Okay, okay, ich warte. Lili, Schwesterherz, was hast du hier hingebaut? Wow, warum sind hier so viele Monster im Schatten gespawnt? Wir müssen echt aufpassen. Was mache ich mit der Pyramide? Wo bist du? Und zack, hier vorne das letzte Detail zu Ende bauen. Wow, das machst du sehr gut. Oh Mann, Freunde, was eine Riesenpyramide du gebaut hast. Kein Problem, ich will doch Sim Lucky zeigen, dass unser Team viel besser ist. Aber ganz leise, der darf nicht erfahren, dass ich für dich gebaut habe. Ja, das darf der niemals erfahren. Das wird er auch nicht erfahren. Warte mal, Schwesterherz, du bist echt eine Profi. Weißt du was? Danke dafür. Du kannst jetzt wieder verschwinden, denn Sim Lucky kommt gleich rüber. Okay, wenn du mich wieder brauchst, dann ruf mich einfach. Ich verschwinde wieder. Okay, Freunde, und jetzt würde ich sagen, machen wir was richtig Cooles hier rein. Nämlich ein kleines Labyrinth, damit Sim Lucky das auch nicht so einfach hat. So, zack, dafür nehmen wir uns gemeißelten Sandstein. Und ich würde sagen, Freunde, das Labyrinth fängt genau hier vorne an. Zack, zack, zack. Zack, zack und zack. Freunde, das wird so verwirrend und so lustig gleichzeitig. Ihr werdet gleich selber sehen, was ich damit meine. Let's go! So, zum Beispiel hier machen wir einen zweiten Gang rein. Hier machen wir auch einen Gang rein. Es ist sozusagen wie eine Kreuzung, wie eine Gabelung, wie alles zusammen, Freunde. Das wird so schrecklich für Sim Lucky. Er wird die überhaupt nicht mehr zurechtfinden. So, zack, zack, zack. Freunde, hier zum Beispiel machen wir jetzt eine Sackgasse rein und zack, Freunde. Oh Mann, der arme Sim Lucky. Der wird so lange brauchen, um das
das Ziel zu finden. Und das Ziel, Freunde, würde ich sagen, ist dort ganz oben auf der Pyramide drauf. So, let's go, Freunde. Und jetzt geht es nach oben ans Ziel. Denn mit unserem Labyrinth sind wir fertig. Schaut euch das an, Freunde, wie viel Mühe ich mir gegeben habe. Oh ja, und das Ganze ohne Hilfe von Lily, meiner Schwester. Ich kann alleine auch richtig coole Sachen. Na gut, hier geht es dann nach oben. Zack, zack, zack. Perfekt. Hier ist sogar der Gang. Extra angefertigt für Sim Lucky. So, noch ein paar Treppen hin, damit das Ganze hier schneller geht. Und perfekt. Schon sind wir ready. Und hier vorne platzieren wir dann die gleiche Falle, die Sim Lucky uns eigentlich stellen wollte. Nämlich nehmen wir uns einen TNT und eine Redstone-Truhe. So, zack, zack, zack. Was wir auch natürlich brauchen, ist ein Schild, um Sim Lucky zu manipulieren. So, Freunde, hier vorne machen wir einen kleinen Bereich. Und hier unten kommt das TNT rein. Aber das ist nicht das einzige TNT. Wir machen hier noch viel mehr TNT hin. Zack, zack, zack. Warte mal, Freunde, das müssen wir schnell verstecken. So, so, so. Und gleich sind wir schon fertig. So, und zack. Hier drauf platzieren wir jetzt unsere Redstone-Truhe. Wenn Sim Lucky die öffnet, wird er komplett, ja, ihr wisst schon, was passieren wird mit ihm. Alles wird hier in die Luft gejagt. Wir machen mal hier vorne ein Schild hin mit der Anschrift kostenloses Redstone. Tja, mich kriegt er damit auf jeden Fall nicht um, denn ich habe das TNT dort unten aufgebaut, also weggebaut. Mal schauen, ob seine eigene Falle bei ihm funktionieren wird. Und ich würde sagen, ja, Sim Lucky, ich bin bereit. Ich komme zu dir rüber. Ich bin ready. Perfekt, Sim Lucky. Dann würde ich sagen, gehe ich direkt bei dir rüber. Und Freunde, das habe ich ja so oder so schon gesehen. Na gut, Freunde, egal. Warte mal, Sim Lucky, was ich dir eh schon fragen wollte, was ich dich fragen will, weil ich das jetzt zum ersten Mal sehe. Das ist keine Pyramide, das ist ein Viereck. Ein Würfel. Nein, okay, das ist kein Würfel. Hast du mal einen Würfel gesehen? Das ist ganz offensichtlich eine Pyramide. Na gut, Sim Lucky, wie du meinst, eine Pyramide ist auf jeden Fall nicht viereckig. Sehr, sehr komisch. Okay, Sim Lucky, dann würde ich sagen, versuche ich mal bei deiner Pyramide einzudringen, oder nicht? Ja. Davor musst du natürlich in den Survival-Modus. Survival-Modus? Na gut, dann gehe ich halt in den Survival-Modus. Was soll schon passieren? Oh Mann, und hier einmal ja, durchstimmen. Was ist los, Sim Lucky? Irgendwas falsch bei dir? Das ist krass. Ich habe da dort noch Lava platziert. Warum ist da auf einmal Wasser? Wie konnte mir das so passieren? Lava? Warum wolltest du Lava platzieren? Warte mal, wolltest du mir eine Falle stellen? Alles gut, okay. Nein, nein. Komm, wir machen weiter. Freunde, wie konnte das nur passieren? Warte mal, Sim Lucky. Was ist das hier vorne? Muss ich da etwa aufpassen? Ist das nicht... Das ist Schnee! Dein Ernst? Du willst, dass ich da durchfalle oder was? Oh, wie hast du es geschafft? Okay, oh Mann, ich dachte wirklich, du fällst darauf rein. Oh Mann, das ist einfach so ein was? Freunde, schaut euch das an. Hier fällt man einfach durch. Oh Mann, Sim Lucky, du mit deinen Fallen. Und was ist das? Ein Easy Jump Run? Denkst du wirklich, ich kann das nicht? Ich habe alles easy drauf und zack. Auf jeden Fall nicht easy. Hör, wie hast du geschafft? Sim Lucky, ich bin der Beste im Jump Run. Oh Mann, als ob du das nicht wusstest. Und Freunde, vielleicht auch, weil ich das eben schon alles gesehen habe. Sim Lucky? Ja, okay, hier wartet dich eine tolle Kiste. Geh einfach mal rüber über die ganzen Grasblöcke. Frag mich, wieso die grün sind und die anderen braun. Sim Lucky, warte mal, dein Ernst? Leute, stimmt, er hat recht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber warum sind diese Blöcke grün und diese braun? Warum wächst hier Gras und auf den anderen nicht? Da ist doch eine Falle, oder nicht? Oh Mann, der hat was im Schilde. Okay, komm einfach rüber. Schau mal, hier ist eine Kiste. Und was steht dort? Kostenlose Diamanten. Okay, willst du die Kiste nicht öffnen? Sim Lucky, also du wirst mich hier irgendwie anlocken, oder nicht? Aber warum wächst hier Gras? Ich verstehe es nicht. Freunde, das ist ein Fehler. Ich muss da rüberhüpfen und zack. Oh Mann, und hier sind wir wieder, Freunde. Das war echt richtig unfair, Sim Lucky. Weißt du, ich wusste, dass da eine Falle ist. Ist mir egal, Okri. Was? Aber dein Ernst? Du wirst gleich schon sehen, was bei... Ist das dein Ernst, Sim Lucky? Oh Mann, was war das denn für eine Falle, hä? Pistentechnik. Nicht dein Ernst, du hast einen Hebel da oben versteckt. Oh Mann, Freunde, das habe ich alles noch gar nicht gesehen eben. Ach, darauf war ich nicht vorbereitet. Egal, Sim Lucky, du wirst bei mir noch viel, viel mehr leiden. Oh nein, ich werde ein Level easy bestehen, okay. Und schau mal, willst du die Kiste öffnen? Ja, ich kann gerne die Kiste öffnen. Warum nicht, wenn da kostenlose Diamanten sind? Oh, da sind sie, Freunde. Haha, okay, geprankt. Wohin rennst du? Warum rennst du weg, Sim Lucky? Oh ja, schau hinter dir, da ist TNT. Das wird jeden Moment explodiert. Und jetzt explodiert es. Sim Lucky, ich höre absolut gar nichts. Da ist kein TNT. Oh Mann, danke für diese komischen... Boom, boom.
Hä, wann passiert eigentlich gar nichts? Och, Mann, Simlucky, irgendwas läuft da ganz gewaltig schief bei dir. Du hast irgendwelche komischen Vorstellungen. Da war überhaupt kein TNT. Na gut, ich würde sagen, wir gehen rüber zu Maya Pyramide. Kann das passieren, Okri? Ich habe da TNT platziert. Eigentlich wollte ich dich pranken. Oh, Mann, Freunde, ganz ruhig. Verrat es ihm nicht. Okay, Freunde, und ihr könnt natürlich wieder in die Kommentare schreiben, welches Gebäude besser ist. Simluckys Pyramide eine 2 und für meine Pyramide eine 1. Und jetzt komm mit, Simlucky. Okay, Simlucky, erstmal schaut dir meine Riesenpyramide an. Wow! Okay, mir ist schon klar, dass es gar keine Pyramide ist. Warte mal, natürlich ist das eine Pyramide. Deine war überhaupt keine Pyramide. Deine war viereckig und das ist eine wahre Pyramide. Meinungssache, ich finde Vierecke besser. Okay, aber das ist auf jeden Fall eine bessere Pyramide als deine. Und jetzt, Simlucky, versuch mal den Ausgang zu finden. So, ich mach den Eingang jetzt zu und jetzt hast du keine Möglichkeit mehr, hier rauszukommen. Oh, Mann. Okri, einmal drin, immer drin. Ja, einmal drin, immer drin. Du wirst hier nie wieder rauskommen. Oh, Mann, das wird super schwer für dich. Hier gibt es keinen Ausgang für dieses OP-Labyrinth. Werd ich schon schaffen, ich werde das Labyrinth irgendwie bestehen. Komm schon, hier lang, ich werde es doch schaffen, Freunde. Das kann lange dauern, Simlucky. Ich glaube, ich bin auf einer richtig guten Spur, Okri. Ich werde es easy hinbekommen. Okay, Freunde, warten wir mal ab. Ich gehe so lange hier oben schlafen. Ich schlafe schon ein. Ich hab's geschafft. Was? Du hast Eisgang geschafft? Wie schwer hast du das würde sehr gemacht? Oh Mann, und jetzt war's Simlucky. Versuch bis ganz nach oben zu kommen. Okay, das ist gar kein Problem, hä? Na gut, wenn es kein Problem ist, dann viel Spaß dabei. Hey, was ist das denn für eine Aufgabe? Oh, so einfach hatte ich es doch nie. Du willst mir das wohl ultra einfach machen. So ein Noob bin ich jetzt auch nicht, Okri. Du bist kein Noob, das werden wir gleich schon sehen, wenn du erstmal oben angekommen bist. Was, du hast es echt geschafft? Du hast es eiskalt geschafft. Oh Mann, na gut, du kannst deine Belohnung abholen. Dort ist ganz, ganz viel kostenloses Redstone. Kostenloses Redstone, ich öffne es hier. Und let's go! Simlucky, du bist gerade auf deine eigene Falle aufgehört! Oh nein! Oh, Freunde, wo ist der hingeflogen? Oh Mann! Okri, ich bin hier unten und das wirst du heimzahlen in der nächsten Bild-Challenge! Simlucky, weißt du was? Eigentlich muss ich dir noch was beichten. Aber na gut, Freunde, ich werde es ihm jetzt nicht verraten, dass mir meine Schwester die ganze Zeit geholfen hat. Ich würde sagen, das bleibt ein Geheimnis unter uns. Oder ihr geht halt auf seinen Kanal und schreibt es in die Kommentare. Mal schauen, wie der dann reagieren wird. Also schaut bei meinem Freund Simlucky vorbei für diesen kleinen Prank an ihn. Denn meine Schwester ist halt wirklich richtig krass im Bauen. Und ich würde sagen, lasst ein Like da auf dem Video, falls euch das Video gefallen hat. Aktiviert die Glocke, das ist ganz, ganz wichtig, Freunde. Warte mal, was macht Simlucky los vorne? Oh ja, richtig gesehen, Okri. Deiner Pyramide geht's nicht mehr so gut. Hey, dein Ernst? Oh Mann, egal, das muss ich mir wohl jetzt gefallen lassen. Ich würde sagen, Freunde, drückt so schnell auf die nächste Folge, bevor hier alles explodiert. Kommt schon, Freunde, drückt auf die nächste Folge. In 3, 2, 1 und draufdrücken, Freunde. Und auf diesen geheimen Kanal. Zack. Und meiner Pyramide geht's nicht mehr gut. Oh Mann.